In diesem Video geht es um Luxuskonglomerate. Du lernst, was man unter einem Luxuskonglomerat versteht, was das Ziel von Luxuskonglomeraten ist und wer die größten Luxuskonglomerate sind. In diesem Video schauen wir uns außerdem die drei wichtigsten Luxuskonglomerate an: LVMH, Kering und Richemont. Am Ende kennst du die drei wichtigsten Luxuskonglomerate, ihre Strategien und ihre Hauptmarken. Ein Konglomerat wird wie folgt definiert. Das ist ein heterogener Konzern, auch Mischkonzern genannt, bei dem zwischen den Unternehmen, die dem Konzern angehören, keine leistungsmäßigen Zusammenhänge bestehen. Das bedeutet, die Unternehmen innerhalb des Konglomerates wirtschaften unabhängig voneinander. Die Praxis hat gezeigt, dass durch solche Mischkonzerne zahlreiche Synergien im Konzern entstehen können. Die Unternehmen erhalten finanzielle Vorteile, um zum Beispiel schneller wachsen zu können. Und der Konzern selber kann sich in einem Sektor, wie zum Beispiel im Schmuckbereich, stärker behaupten. Grob kann man sagen, dass ein Luxuskonglomerat ein Luxusgüterkonzern ist. Und in den letzten Jahren haben solche Mischkonzerne immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nach der Definition um den Ziel von Konglomeraten gehen wir der Frage nach, wer sind diese Mischkonzerne? Auf dieser Grafik siehst du die umsatzstärksten Luxushersteller weltweit und es fällt auf, dass die ersten drei Plätze durch Konglomerate besetzt sind. Und zwar LVMH mit 53,6 Milliarden Euro Umsatz, mit Abstand der größte Luxuskonzern. Dann kommt Kering und schließlich Richemont. Vielleicht kennst du diese drei Konzerne nicht oder noch nicht. Mit Sicherheit kennst du jedoch die Hauptmarken von diesen Konzernen. Die Hauptmarken der Gruppe LVMH sind Louis Vuitton, mit Abstand die wichtigste Marke mit 9 Milliarden Euro Umsatz, Christian Dior und Fendi. Die wichtigsten Marken der Gruppe Kering sind Gucci, Saint Laurent und Bottega Veneta. Und die drei wichtigsten Marken der Luxusmode der Gruppe Richemont sind Chloé, Alfred Dunhill und Lancel. Bei Richemont wirst du aber vielleicht eine andere Marke noch mehr kennen. Nämlich die wichtigste Marke der Gruppe ist Cartier. Schauen wir uns die LVMH-Gruppe genauer an. LVMH ist das erste Luxuskonglomerat der Welt und wurde von dem französischen Milliardär Bernard Arnault geschaffen. LVMH steht für Louis Vuitton Moët Hennessy. Die beiden Unternehmen fusionierten im Jahr 1987, um ihre Marktposition zu stärken. Bernard Arnault gehört übrigens laut Wirtschaftsmagazin Forbes zu den reichsten Menschen der Welt. Aktuell belegt er sogar den dritten Platz. Sein Vermögen wird 2020 mit ca. 76 Milliarden US-Dollar angegeben. Ein paar Zahlen zu LVMH. LVMH hat 70 Maisons oder 70 Marken. LVMH ist präsent in 70 Ländern. LVMH generiert 46,8 Milliarden Euro Umsatz. Bei LVMH arbeiten mehr als 145.000 Mitarbeiter und es gibt bei der Gruppe mehr als 4.300 Stores. LVMH ist das einzige Unternehmen, das in den fünf wichtigsten Sektoren des Luxusmarktes agiert. Parfüms und Kosmetik, Mode und Lederwaren, Wein und Spirituosen, Uhren und Schmuck sowie im ausgewählten Einzelhandel. Insbesondere die Ledermarke Louis Vuitton gilt als Herzstück des Konzerns, gefolgt von den Marken der Modesparte. Ein paar Beispiele. In der Modesparte gibt es die Marken Loro Piana, Fendi, Celine, Dior Couture, Emilio Pucci, Givenchy, Kenzo. In der Parfümsparte gibt es
Guerlain, Acqua di Parma, Parfum, Givenchy oder Löwe. Bei den Weinen und Spirituosen gibt es auch sehr bekannte Marken wie Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot. Im Uhrenbereich findest du Tag Heuer, Bulgari oder Hublot. Bei den ausgewählten Einzelhandel geht es hier um Sephora zum Beispiel im Kosmetikbereich, aber auch um ganz wichtigen Stores in Frankreich, in Paris sowie La Samaritaine oder Le Bon Marché. Und darüber hinaus gibt es noch eine Sparte mit anderen Aktivitäten. Hier findest du mehr entweder Zeitungen, Zeitschriften, so wie Groupe Les Echos oder mehr Hobbys von den Eigentümern der Gruppe. Der Umsatz von LVMH wächst kontinuierlich. Mit der Mode- und Lederwarensparte erzielt die Gruppe den größten Umsatz. Schauen wir uns jetzt die zweite Gruppe an, Kering. Kering ist ein französischer, weltweit agierender Mode- und Accessoire-Konzern und ist mit einem Umsatz von 15,9 Milliarden Euro in 2019 der zweitgrößte Luxuskonzern der Welt. Das Unternehmen wurde 1963 von François Pinault gegründet. Seit März 2005 wird der Konzern von seinem Sohn François-Henri Pinault geleitet. Er selber ist mit Schauspielerin Salma Hayek verheiratet. Kering spezialisiert sich vor allem auf Mode, Leder, Schmuck und Uhren. Allerdings wird der Großteil der Umsätze der Gruppe mit Mode- und Lederaccessoire erzielt. Drei Viertel des Umsatzes generieren die Marken Gucci, Saint Laurent und Bottega Veneta gemeinsam. Andere Marken sind aber Alexander McQueen, Brioni, Boucheron oder sogar Kering Highwear. Hauptumsatzträger sind Nordamerika und Europa. Wie gesagt, die mit Abstand wichtigste Marke der Gruppe ist mit 63% Umsatzanteil Gucci. Der dritte Konzern ist Richemont. Die Compagnie Financière Richemont aus der Schweiz generiert einen Umsatz von 14 Milliarden Euro. Jérôme Lambert ist der aktuelle CEO der Gruppe. Die wichtigsten Marken der Gruppe sind, wie gesagt, Cartier, aber auch Van Cleef & Arpels. Es gibt aber auch IWC, Jaeger-LeCoultre, Aleia, Chloé und Montblanc. Der Konzern hat ein großes Portfolio an Uhren- und Schmuckmarken. So wird 50% des Umsatzes mit Schmuck und 25% mit Uhren erzielt. Ein Achtel des Umsatzes erbringen hochwertige Marken im Schreibgerätebereich wie Montblanc. Was haben wir gerade gelernt? Die drei wichtigsten Luxuskonglomerate sind LVMH, Kering und Richemont. LVMH ist das einzige Unternehmen, das in den fünf wichtigsten Sektoren des Luxusmarktes agiert. Kering erzielt den Großteil seiner Umsätze mit Mode- und Lederaccessoires und Richemont hat insbesondere ein großes Portfolio an Uhren- und Schmuckmarken. Die Hauptmarken der drei Gruppen hast du dir auch bestimmt gemerkt.